Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und ich bin in Hamm, konntet ihr vielleicht schon am Titel lesen, und zwar in der Nähe von Fairplay. Vielleicht könnt ihr den Laden sehen, da in ESA, Fairplay, ja. Da werde ich gleich reingehen. Also, ich habe das ja schon mal gemacht. Ich habe Sachen getauscht bei ihm. Also ich war bei Besuch beim guten Stefan, habe da mir was dann rausgesucht, habe das getauscht und habe das dann, was anderes mitgenommen. Ne? Letztes Mal waren es unter anderem einige Sportspiele und PS4-Spiele und so. Und ich habe auch heute auch wieder was mitgebracht. Und heute sogar gute Sachen. Ich bin gespannt, was da für mich rausspringt. Also ich habe auch überlegt, ich mache da ein Format raus. Ne? Tausch und Besuch bei Fairplay. Hatte ich ja schon mal und ich werde da jetzt wahrscheinlich ein Format raus machen in unregelmäßigen Abständen. Ne? Also ich immer, wenn ich mal ein paar Sachen in meiner Tauschkiste habe, wo ich denke, oh, die kann ich gut zum Stefan bringen, werde ich das jetzt machen oder so ein kleines Format draus machen. Ja, ich zeige euch, wie beim letzten Mal auch schon, zuerst, was ich ihm jetzt gleich übergeben werde. Und danach filmen wir dann im Laden und werden sehen, was ich dafür so bekomme. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal eben, was ich so mitgebracht habe. Also, wie gesagt, diesmal ein bisschen besser. Ich zeige euch mal eben hier einmal Nintendo Land, ist US-Version. Deswegen kann ich das nicht gebrauchen. Für die Wii U. Ich habe keine Wii U in der amerikanischen Version. Und nur für Nintendo Land mir jetzt eine Wii U US zu besorgen, macht auch keinen Sinn. Deswegen, ja, ich finde das bestimmt noch meine PAL-Version. Ist kein seltener Titel. Und das kann er haben. Und dann PS4 wieder ein bisschen so. Ghost Recon, Doom. Was haben wir hier noch? Metal Gear Solid. Call of Duty. Nochmal Metal Gear Solid. Und Fallout 4. Ne? Das ist, ja, kann ich eh nichts mit anfangen, habe keine PS4. Das hier, New Super Mario Bros., ist allerdings US-Version, aber ich glaube in der PAL-Hülle. Metal Gear Solid, ne? Also wie gesagt, diesmal sind echt bessere dabei. HD Collection, dann ein paar gute Wii-Spiele, Mario Party 8, Zelda, ja, ich weiß, das ist kein hochpreisiger Titel. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, auch kein hochpreisiger Titel. Mario Kart Wii, nicht schlecht. Dann Simpsons Hidden One. Und dann wahrscheinlich der Knaller, die GameCube-Player-CD. Habe ich ja letztens auf dem Trödelmarkt gefunden. Ja, und ich bin gespannt, was das mir bringen wird. Und was ich mir Cooles da aussuchen kann dann beim Stefan. Ja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal rein und gucken, was ich da so für kriege. Also, wie ihr seht, ich bekomme hier keinen roten Teppich bei Fairplay. Da braucht man schon ein Dragon-Portemonnaie für. Dann, um hier einen roten Teppich zu bekommen, das ist nicht so einfach. Also, ich habe leider keinen roten Teppich hier bekommen. Ich werde trotzdem mal reingehen und gucken, was der Stefan so macht. Der Stefan, der wollte mir schon was andrehen, aber er rechnet schon mit FIFAs. Aber ihr habt schon gesehen im Auto, was da drin ist. Es gibt heute keine FIFAs. Kommt mal mit, Leute. Ich bin gerade dabei, extra für den Patrick, eine Vitrine. Nur für Patrick. Ja. Eine nur für Patrick. Ihr wisst, FIFAs sind Stefans Steckenpferd und kann sogar sein, dass das eine oder andere da von mir mal gehörte, ne? Mit Sicherheit. Ja, jeder muss halt wissen, wo er seine Fifis los wird, ne? Aber wie gesagt, heute habe ich keine FIFAs dabei, Stefan. Ich glaube, es ist sogar eine Sache dabei, da wirst du sagen, das ist nicht schlecht. Wirklich, ist eine Sache dabei, da wirst du, glaube ich, das sind allgemein nicht die schlechtesten Sachen diesmal. Ich sag's dir. Ist das mal eine... Naja, fällt dir schon der erste um. Ja. Ist halt nur FIFA, also, ne? Ja, also ihr werdet Weihnachten wahrscheinlich meine Roomtour sehen. Da werdet ihr sehen, dass ich nicht nur FIFAs habe. Natürlich habe ich auch FIFAs, aber ihr werdet sehen, was ich alles noch für gute Games so habe. Hier, bei Stefan gibt es nur FIFAs. Also sag erstmal an, was du da hast. So, also 65 hat er ja auf jeden Fall schon sicher. Ja. Die hat geschätzt, die geht für um die 30 so. Ja. 30, da wären wir schon bei 20, bei dem Metal Gear Solid HD. Dann wären wir bei 85. Das wird nicht so hoch gehandelt. Ja, glaube ich auch. Spuren muss ich natürlich mit reinrechnen. Ah. Wo waren wir bei? 85. Wären wir bei 5 Euro. Theoretisch, ja doch, 5 Euro können wir da machen. Es ist nicht das begehrteste Spiel, aber es ist ein Wii U-Spiel. Wir haben bei 90 Euro, dann kommen wir zum Zelda, was glaube ich auch ein paar gute Spuren hatte.
Ja. Sehr gute Spuren. Also da müssen wir schon alleine 5 Euro runterrechnen aufgrund der Spuren. So, was haben wir da? Das ist, glaube ich, nicht so teuer. Das, obwohl es ein Zelda ist. Na gut, das war ohne Anleitung, das oben. CD. Defekt. Also ich würde bei der CD tatsächlich auch sagen, fast schon defekt, weil sie sieht wirklich nicht schön aus. Sealed 50 Euro, gebraucht um die 10, 11, 12 Euro, würde ich auch nur einen Fünfer für anbieten, weil halt ordentlich Spuren auf der CD sind. Wären wir bei? Dann hatten wir gerade, warte mal. 65, 85, 90, 95. Da war, glaube ich, die CD gut, ne? Nur das. Da war das Cover nicht so schön. Ja. Hab ich aber auch aufgehört, auch nach weiter zu gucken. Ja, CD hat auch ordentliche Treffer. Da wäre ich bei dem Zustand leider auch nur beim Fünfer. Meine Kosten, die ich noch reinstecken muss, wären ungefähr nochmal 5 Euro, 6 Euro. Wären wir bei 100. Ja. Und da machst du mir einen Preis und sagst mir, was du dafür hast. Scan mal, guck mal, was das wert ist. Ist wieder um die 40 Euro gehandelt, wenn es in gutem Zustand ist. Aber das hat ja nicht nur Kratzer, da sind ja die Grand Canyons drauf. Das wird mittlerweile angeboten für 50 Euro. Ja, aber Black Label, ne? Ja, okay. In Sealed 44 in Black Label, 33 in Black Label, 43 in Black Label. In Platinum 46, keine Ahnung, warum das bei den. Ich glaube, das sind die Leute, die es nicht verstanden haben. Ja, aber guck mal, wie das aussieht. Du siehst nicht das Spielrecht. Geh mal drauf auf so eins. Also, auf das zum Beispiel. Eins tiefer. Das haben wir ja für 44. Ja, das ist komplett, ne? Ja. Das wäre komplett. Ging bei eBay für 44 Euro weg. Ich würde dieses Spiel aber tatsächlich aufgrund. Wie gesagt, ich versuch's mal einzufangen. Klapp mir mal das Display nach vorne, dass ich es selber mal sehe. Ich weiß nicht, ob man es vernünftig sieht, aber da sind wirklich ordentlich Treffer drauf. Alleine diese Kratzer hier, die sind relativ tief. Das kann man, wie gesagt, schwierig wieder rausbekommen. Der liegt auch noch direkt am Lead-In, also hier in diesem Bereich. Hier könnt ihr mal, ne? Und wenn das dann da liegt, ist es fast unmöglich, sowas wieder vernünftig wieder hinzubekommen. Deswegen wäre ich bei dem Spiel höchstwahrscheinlich raus. Also ich würde bei den 100 sein. Muss allerdings dann auch sagen, dass wir nicht mehr alles annehmen. Ist halt so. Aber das wäre etwas. Der kleine Haufen, 100 Euro. Ich würde sagen, weiter geht's. Also, das wollte der Stefan haben jetzt. Das habe ich ihm noch da drauf gegeben. Ja, das ist für einen Kunden, der hat es auf jeden Fall für die PlayStation 3 gehabt und er will es gerne für die PlayStation 4 haben. Jetzt kann ich ihn nachher anschreiben und bin das dann pari mit ihm, weil das kriegt er von mir so geschenkt. Und das willst du auf jeden Fall alles nicht haben? Da bin ich raus, weil da der Zustand von der... Also das schönste Spiel wäre tatsächlich hier das Hit and Run gewesen. Aber da ist leider so dermaßen tiefe Kratzer drin. Das würde... Es würde sich theoretisch noch lohnen. Aber die Hülle hat, glaube ich, Bissspuren gehabt. Ne, das war beim Wii-Spiel, wo die Bissspuren drin waren. Ich glaube, die Hülle, die könntest du noch austauschen. Ne? CD ja, hat halt wirklich ordentlich Spuren abgekriegt. Ja, okay. Ich glaube, ich hab das Spiel schon zu Hause. Ja, das hab ich in deinem Video gesehen. Ja, aber ich probiere das mal aus, ob das noch funktioniert. Es wird an einigen Stellen wird's. Ja, okay, alles klar. Dann dafür ein Huni, machen wir. Dafür ein 100er, ich kann es ja mal zeigen, damit ihr das auch nochmal selber gesehen habt. Zelda und das und das persönliche Highlight, was den meisten Batzen ausgemacht hat, war der Game Boy Player. Ich habe mir schon gedacht, dass das den meisten Batzen ausmachen wird. Richtig. Alles klar, okay, haben wir einen Deal. Jetzt kriege ich auch so einen Stempel bei euch im Video, ne? Ganz genau. Alles klar. We'll be right back.
Stefan. Ich interessiere mich auch mal hier wieder Turtles in OVP. Ist ein Kindheitsspiel. Hatte ich früher auf jeden Fall in meiner Kindheit. Beim NES bin ich mir immer sehr unsicher, welches Spiel ich hatte, weil ich dann noch sehr jung war. Aber da bin ich mir sicher, dass ich es hatte. Und wie ihr seht, die OVP ist zwar nicht mehr so schön, aber für meine Sammlung würde das auf jeden Fall reichen. Da kommt sowieso auch eine Schutzhülle drum. Aber der Stefan sollte mal eben abscannen, was wie viel das kosten soll. Genau. So, wir werden natürlich jetzt beim Abscannen, bist du noch am Aufnehmen? Ich bin noch am Aufnehmen. Wir werden natürlich jetzt beim Abscannen, werden wir sagen, dass das Spiel tadellos ist. Ja. Werden den höchsten Preis ermitteln, den wir kriegen können, weil wir müssen ja reich werden. Nein, genau, Scherz. Deswegen hast du ja auch hier keine Preise überall stehen. Ne? Ganz genau. Nein, wir haben Stefan, wo wir da mal bei sind gerade, vielleicht kannst du mal erklären, warum du keine Preise auszeichnen musst. Ah, also das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, wir haben ein Ladenlokal unter 200 Quadratmetern. Und bei Ware, die nicht öffentlich zugänglich ist, sind wir nicht verpflichtet, Preise draufzuschreiben. Und bei einer persönlichen Beratung, wie zum Beispiel in so einem Tante-Emma-Laden, das früher war, ist man auch nicht verpflichtet, Preise draufzuschreiben. Das heißt, wenn ihr in so einen Tante-Emma-Laden von früher geht, unter 200 Quadratmetern, und es steht nirgendwo ein Preis drauf, und die Oma hinter der Theke macht einfach dann den Preis, so wie sie ihn gerade im Bauch hat, dann ist das so legitim. Es ist tatsächlich erlaubt, man braucht keine Preise draufzuschreiben, wenn man unter 200 Quadratmetern ist. Okay, reicht mal als Erklärung, jetzt scannen wir das jetzt Spiel ab. Jetzt gucken wir uns das Spiel nach. Da müssen wir uns die Brille wieder aufsetzen. Vorher muss ich schlau aussehen. Haben wir. Ja. So, was haben wir denn da? Die Turtles. Das nackte Modul wäre aber bei den normalen. Jetzt gehen wir auf die erweiterte Suche. Da haben wir das Modul. Das ist ohne Beschreibung. Das ist nur die Beschreibung. Nee, das ist NES-Modul, Konsolenspiel. Hier haben wir es für um 28 Euro. Ja, ist UK-Version. Das ist aber. Ja, das ist PAL B. Das ist auf jeden Fall. Das ist PAL B. Ja, okay. Das ist PAL B. Aber das Spiel selber hat jetzt nicht den höchsten Wert. Da haben wir die normale MTSC-Version. Ich würde sagen, in dem Fall tatsächlich einiges besser als das, was wir jetzt hier liegen haben. Ja, super Fotos, ganz toll, hat er hervorragend gemacht. Er hat es ordentlich verkackt, würde ich sagen. Modul selber zwischen 15 und 20 Euro wert, würde ich sagen. Ja. Das ist natürlich auch komplett raus, das ist im tadellosen Zustand. Schön wäre jetzt was Vergleichbares zu finden. Wenn wir jetzt nichts Vergleichbares finden sollten, versucht man das Ganze so ein bisschen via Bauch zu machen. Da haben wir eins in nicht so schönem Zustand, aber man muss auch bedenken, kannst ja mal hier hinhalten, dass hier auf der Rückseite wurde ja auch drauf gemalt, etc. Das ist aber auch aus USA, ne? Was? Das da. Ja, ja, das ist aus den USA. Ja. Das NTSC und PAL B sind natürlich, da können die auch Preise variieren, ne? Ja, natürlich. Ja, okay. Also ich würde den Bauchpreis machen. Ich würde dir anbieten 15, 20, 25. Okay, das ist schon mal sehr gut. Gut, haben wir schon mal den ersten Deal auf jeden Fall. Aber ich habe ja noch 75 Euro Store-Kredit. Gucken, was ich noch so finde. Ja, meine lieben Freunde, wie ihr seht, es ist schon etwas dunkel geworden. Ich bin jetzt zurück vom Stefan, ich bin schon wieder zu Hause. Und es ist so, der Stefan hat unwahrscheinliches Talent zum Reden, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Und ich unterhalte mich auch immer gerne mit ihm. Es hat länger gedauert. Ich habe mir ein paar schöne Sachen rausgesucht. Also wirklich ein paar echt coole Sachen. Ihr habt ja gesehen, er wollte mir nicht alles abkaufen, aber doch einiges. Und deswegen habe ich ein paar coole Sachen für 100 Euro konnte ich mir aussuchen. Und das zeige ich euch jetzt auch aus meiner Zockerbude. Ich nehme das erst morgen auf, aber ihr seht dann quasi einen Zeitsprung. Ich schalte mal in meine Zockerbude und ich würde sagen, dann zeige ich euch mal, was ich so beim Stefan geholt habe. Ja, meine lieben Freunde, ich bin zurück aus Hamm von Fairplay. Also jetzt ist bei mir schon Tag später, ne? Aber ihr seht es ja alles in einem Video. Und wie ihr gesehen habt, der Stefan hat mir ein paar Sachen abgekauft. Ich konnte mir dann hinterher für insgesamt 100 Euro konnte ich mir was aussuchen.
habe mir auch ein paar coole Sachen ausgesucht. Eine Sache habt ihr ja, glaube ich, sogar schon gesehen. Und er wollte nicht alle meine Sachen haben, die ich da so hatte. Teilweise haben ihm die Zustände nicht gefallen oder verschiedene Gründe. Oder lässt sich nicht verkaufen oder was auch immer. Und ich habe mir überlegt, da ich nicht alles losgeworden bin und gerade die PS4-Spiele, die passen, ich sammle keine PS4, die kann ich in meiner Sammlung nicht gebrauchen. Und wir hatten bei den 1500 Abonnenten habe ich kein Gewinnspiel gemacht. Ich habe auch zu meinem 100. Flohmarkt-Video kein Gewinnspiel gemacht. Deswegen machen wir jetzt ein Giveaway und ihr könnt die PS4-Spiele gewinnen. Und zeige ich euch mal eben. Einmal haben wir hier Metal Gear Solid. Ja, das ist nichts Besonderes, ne? Wir haben hier noch ein Metal Gear Solid. Wir haben hier ein Tom Clancy's Ghost Recon. Wir haben hier ein Fallout 4. Und wir haben hier ein Doom Eternal. Alles für die PS4. Könnt ihr gewinnen. Und zwar müssten wir das aber so machen. Also, erstmal, das sind alles 18er Titel. Kann sein, dass ihr mir einen Nachweis erbringen müsst. Das klären wir dann aber schon. Und zwar, ihr könnt mich kontaktieren dann über Instagram. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmt, wäre natürlich schön, wenn ihr mich bei Instagram abonniert habt. Müsst ihr aber nicht, damit fangen wir erst gar nicht an. Aber ihr müsstet schon einen Instagram-Account haben, damit wir uns kontaktieren können, falls ihr gewonnen habt. Und ich werde das auch, ich produziere ja immer vor. Ich werde das auch bei Instagram bekannt geben und im Community-Tab werde ich den Gewinner bekannt geben. Und nicht in einem Video, weil durch dieses Vorproduzieren und so kriege ich das nicht hin. Da müsste ich ein extra Video zwischendrin drehen, nur um den Gewinner bekannt zu geben. Das möchte ich nicht. Bin ich vielleicht ein bisschen faul, aber ich mache es im Community-Tab und bei Instagram werde ich es bekannt geben. Also, ihr könnt, wie gesagt, diese vier PS4-Spiele gewinnen. Und alles, was ihr runterschreiben müsst, schreib einfach drunter, ich will die PS4-Spiele. Das reicht mir schon. Schreib hin, ich will die PS4-Spiele und dann könnt ihr die gewinnen. Und unter allen verlose ich das dann. Wie gesagt, ihr müsst einen Instagram-Account haben, weil ich euch dann, wir müssen uns kontaktieren. Ne? Habe ich ja jetzt auch mehrmals gesagt. Ne? Und wäre aber auch schön, wenn ihr mich abonniert hättet bei Instagram. Ist aber keine Pflicht. Ja, ihr findet mich übrigens bei Instagram ganz normal unter Patrick Zockerbude. Da heiße ich genauso wie hier bei YouTube. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu den Sachen, die ich mir beim Stefan ausgesucht habe. Wie gesagt, ich hatte 100 Euro zur Verfügung und ich glaube, ich zeige euch einfach mal, was ich so gefunden habe. Ja, einmal habe ich euch ja schon, habt ihr aber schon gesehen, einmal habe ich in einem nicht so guten Zustand, aber in OVP Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles, hatte ich, wie gesagt, als Kind, ich habe das ja schon gesagt in dem Video, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, welche Spiele ich in OVP hatte. Welche Spiele ich als Kind hatte. Was ich als Kind habe, möchte ich immer ganz gerne in OVP haben. So ist es auf jeden Fall beim Super Nintendo, beim N64, beim NES kriege ich das einfach nicht mehr hin. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, was ich hatte und so. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich das Turtles hatte. Ich war damals auch ein riesen Turtles-Fan. Und deswegen wollte ich das unbedingt auch in OVP haben. Ist zwar nicht die beste OVP, aber mein Gott, ne? Ich hab's in OVP. Vor allem mich echt drüber gefreut. Dafür hat er mir nur 25 Euro berechnet. Und das Modul sieht super aus. Hole ich jetzt nicht raus. Habt ihr nämlich auch schon gesehen. Und einmal gab's Turtles, ne? Den zweiten Teil habe ich auch schon als Modul. Der dritte Teil ist, glaube ich, US-Exclusive, wenn ich mich nicht vertue. Den dritten brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Den zweiten habe ich auch, wie gesagt, als Modul. Jetzt habe ich auch Teil 1 in OVP, hat mich sehr gefreut. Und die OVP-Spiele fürs NES, die ich gerne haben möchte, werden auch weniger. Ne? Es sind jetzt noch, glaube ich, 3 oder 4 Titel, die ich gerne noch in OVP haben möchte. Hinzu kommt, was mir noch so zufliegt. Ne? Aber 3 oder 4 Titel gibt es, die ich gerne noch haben möchte. Und das sind auch nicht die teuersten. Ne? Also so ist machbar. Ja, und jetzt habe ich auf jeden Fall Turtles bekommen. Hat mich sehr gefreut. Dann kommen wir zu was anderem. Dann hat er mir eine Channel-Spende gemacht, weil, das hat er gar nicht mit eingerechnet in diese 100 Euro, aber, wir rechnen es jetzt einfach mal dazu. Die Hülle ist nicht mehr so schön, und zwar Destruction Derby ist es. Das ist so ein Autorennspiel, kann ich nicht sagen, man muss gegenseitig die Autos kaputt fahren. Und,
Meine Tante und ihr Lebensgefährte, also quasi mein Onkel, die hatten früher eine PS1. Zu der Zeit hatte ich ein N64. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Spiele die hatten. Ich weiß, dass die Gran Turismo hatten. Und ich weiß auch, dass die Destruction Derby hatten. Und deswegen wollte ich das unbedingt gerne wieder haben. Das ist eigentlich ein cooles Spiel. Die Hülle ist nicht so schön. So eine Hülle kann man aber austauschen. Und das ist auch alles. Ne? Ansonsten ist das Spiel eigentlich in einem recht guten Zustand. Ja, aber auf jeden Fall in keinem schlechten. So eine Hülle kann man austauschen. Und ich meine, auch noch eine PS1-Hülle zu haben hier. Müsste ich mal nachgucken. Dann tausche ich das aus. Ja, auf jeden Fall gab es einmal Destruction Derby. Richtig nice. Und dann habe ich mir noch dazu direkt ausgesucht, das ist im guten Zustand, Destruction Derby 2. Das hatte ich nicht in meiner Kindheit, aber ich habe mir gedacht, ach komm, Teil 1, nimmst du dir jetzt Teil 2 auch mit, wird bestimmt auch ganz gut sein. Ja, ne, und ich weiß gar nicht mehr, was der Stefan mir dafür berechnet hat. Auf jeden Fall für alles insgesamt war es ein Hulli, ne? Also auf jeden Fall gab es Destruction Derby 2. Ich glaube, das 15 Euro, geht so um die 15 Euro, wenn ich mich nicht vertue, ich meine ja. Und ja, auf jeden Fall gab es einmal Destruction Derby 2, habe ich einmal bekommen vom lieben Stefan. Und ja, jetzt habe ich beide Destruction Derby Spiele. Ich weiß gar nicht, gibt es noch mehr? Könnte sogar sein. Ich weiß, dass es auch einen N64 Ableger gibt von Destruction Derby. Den habe ich allerdings noch nicht in der Sammlung. Ja, ne, aber jetzt Teil 1 und Teil 2. Teil 1 war eigentlich das, wo ich scharf drauf war. Habe ich mir der Teil 2 direkt auch noch mit dazu genommen. Ja, das waren die beiden PlayStation 1 Spiele. Ich habe übrigens eine bunte Mischung heute. Ihr habt jetzt schon gesehen, NES-Spiel. Jetzt kamen gerade zwei PlayStation 1 Spiele und es kommen noch für andere Systeme. Ne? Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Und zwar habe ich mir ausgesucht fürs Nintendo 64 und zwar von Konami einmal Gasp. Ich habe von dem Spiel Gutes gehört. Also das hat einen guten Ruf eigentlich. Das ist auch kein teurer Titel. Ist halt von Konami. Ich glaube, es ist ein Kampfspiel und es soll auch eine recht gute Geschwindigkeit haben, soweit ich weiß. Und ja, wollte ich gern haben. Hat mir gefehlt in der Sammlung. Und ich weiß auch wieder nicht, was er dafür berechnet hat. Ne? Aber auf jeden Fall gab es einmal Gasp für den Nintendo 64. Richtig nice. Ne? Hat mich auf jeden Fall auch gefreut. Wieder ein cooles Spiel von meiner N64-Sammlung, die auch immer besser wird. Einmal Gasp gab es. Wie gesagt, ist ein Kampfspiel. Dann habe ich mir ausgesucht ein GameCube-Spiel. Ja, ein Fußballspiel darf natürlich nicht fehlen. Und zwar habe ich mir mitgenommen für den Nintendo GameCube einmal Red Card. Kennt vielleicht nicht jeder. Gibt es auch für die PlayStation 2. Also früher hatten das Freunde von mir zur PlayStation 2-Zeit. Und da haben wir das immer gezockt. Und ja, die GameCube-Version ist mir sogar noch lieber. Also freut mich, die als GameCube-Version das jetzt zu haben. Weil ich sammle auch eigentlich ein bisschen lieber für den GameCube als für die PlayStation 2, bin ich ganz ehrlich. Ne, ich bin halt ein Nintendo-Kind. Und das ist ein Fußballspiel, ist aber kein realistisches Fußballspiel. Das könnte sogar Leuten Spaß machen, die die normalen klassischen Fußballspiele nicht mögen. Ne? Ist mit Foulen ohne Ende, mit Superschüssen und sowas. Ne? Ist so wirklich so richtig spektakuläres Fußball, sag ich jetzt mal. Ne? Also nicht realistisch, ne? Also wie FIFA oder Pro Evolution Soccer, wie ihr es kennt. Kann man nicht vergleichen. Ist aber auch, glaube ich, nur mit Ländern, wenn ich mich nicht vertue. Und keine Vereine. Ist, glaube ich, nur mit Ländern. Ist aber echt nice. Ne? Habe ich gerne immer gezockt. Ja, damals war mein Kumpel, das habe ich auf jeden Fall, die GameCube-Version. Die ist auch komplett richtig nice, ne? Einmal gab es Red Card für den GameCube. Ja, jetzt hatten wir noch ein N64, ein GameCube-Spiel. So, dann habe ich mir für den Mega Drive mitgenommen, in wirklich einem super Zustand, Castle of Illusion. Von diesen Mickey Mouse-Spielen. Erstmal kann man mit Disney-Spielen für den Mega Drive wenig falsch machen. Das sind meist gute Spiele. Und Castle of Illusion fällt auch darunter. Und da mir das noch fehlte, ich habe World of Illusion, ich habe Phantasia, ich habe Aladdin, ich habe König der Löwen, ich habe Tailspin, jetzt habe ich auch Castle of Illusion. Hat mir auf jeden Fall gefehlt, hat mich gefreut. Mir fehlen noch andere, ne? Quackshot hätte ich noch ganz gerne für den Mega Drive. Aber ja, ne? Castle of Illusion, richtig nice. Habe ich auch immer mal schon im Auge gehabt und ja, ist im wirklich ganz guten Zustand. Ja, gab es einmal Castle of Illusion für den Mega Drive. Hat mich sehr gefreut. Ist ein cooles Jump'n'Run-Spiel auf jeden Fall. Ja, das war das. Ja, dann habe ich mir mitgenommen noch für den Super Nintendo,
Krusty Super Funhouse, also ein Super Nintendo Spiel gab es auch. Und zwar von Acclaim, Simpsons Spiel, aber Krusty. Und ich glaube, irgendwie, es geht glaube ich in Richtung Lemmings oder so. Auf jeden Fall, ja, ne, wollte ich gern haben. Ist ein Simpsons Spiel. Na, ist auch kein teurer Titel. Ich glaube, um die 15 Euro, die hat er mir auch berechnet. Ja, ne, super, fast Krusty Super Funhouse für den Super Nintendo auch noch mitgenommen, ne, und richtig nice, also wirklich viele verschiedene Spiele. Ich zeige euch mal den Packen, den ganzen Packen gab's für den Huni, ne, also nicht für den Huni, sondern für die Games, die ich hier mitgebracht habe. Und ja, und ich werde da auch, glaube ich, öfter, also kein regelmäßiges, aber glaube ich ein unregelmäßiges Format rausmachen, immer wenn ich ein paar Sachen habe, so in meiner Tauschkiste, wo ich denke, das könnte den Stefan interessieren, fahre ich zu ihm hin und tausche das gegen andere Games aus. Also, warum nicht, ne? Ich glaube, ich mache da so ein kleines unregelmäßiges Format raus. Ja, das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. Mit diesem Tausch und Besuch bei Fairplay in Hamm. Wie gesagt, paar schöne neue Games für meine Sammlung. Und ja, ansonsten wünsche ich euch aber noch eine schöne Woche. Kommt gut durch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.